Ja, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Session von Ark, würde ich mal sagen. Es ist wieder bei mir Sonntag. Wir haben wieder einen wunderschönen sonnigen Sonntag. Der Frühling kommt. Wir müssen mal gucken, ne? Also, es ist ein Running Gag, glaube ich, mittlerweile. Man kann einen Running Gag draus machen, dass ich mich jedes Mal über die Grafik und die Frames erstmal 10 Minuten unterhalte mit mir selbst. Wir haben aber tatsächlich jetzt hier nur 30 Frames, also nicht mal. Wir gehen teilweise in den orangenen Bereich. Das ist nicht so gut. Ich guck mal, wie spät das ist und hoffe, dass sich das eventuell mit voranschreitender Tageszeit auflöst. Denn eigentlich habe ich eben schon alles gemacht. Also die Clouds auf 0, den Fog auf 0 und letztes Mal hatten wir hier gute Frames. Okay, also hier auch noch. Ich check's nicht. Wir müssen mal gucken. Also es gibt einige Stellen, wo es dann auf einmal irgendwie am Rum spinnen ist, dass wir dann weniger Frames haben. Ich raff es nicht ganz, ich habe nichts umgestellt. Es gab einige Updates jetzt in der Zeit. Es ist ja Scorched Earth auch mittlerweile und so weiter und so fort. Wir fliegen einmal rum, weil Mammut Level 20. Da würde ich mir nämlich gerne eins von holen. Ich drücke hier die falschen Tasten. Da würde ich mir gerne ein. Guten Morgen. Davon würde ich mir gerne eins holen. Weil wir damit Holz farmen können ohne Ende. Und ob Beeren soll damit auch gut gehen. Und ich muss mal kurz gucken. Ich habe doch eigentlich auch eine Schneerüstung mittlerweile, ne? Ja, habe ich. Siehst du, dann haben wir nämlich nicht das Problem, dass uns kalt ist. Und als allererstes. Okay, kurzes Update. Was habe ich noch gemacht? Bin fast runtergefallen, kein Problem. Also, Dödi hat einen Sattel. Der Anki hat einen Sattel. Und ich habe eine Schneerüstung gecraftet. Und hier läuft halt ein bisschen Metall durch. Das sind jetzt 34, die wir haben. Ich mache ja immer noch die Thumbnails. Und dafür brauchte ich Sättel für die beiden Dinos. Und damit ich hier nicht sterbe, habe ich mir eben eine Schneerüstung gemacht. Die haben wir, glaube ich, nicht im Let's Play gemacht. Gut, der Plan wäre eigentlich, jetzt erstmal mehr Schmelzöfen zu haben, beziehungsweise die Fundamente hier runterzubringen. Das habe ich nämlich gelernt in den Kommentaren. Man kann sie einebnen, dann könnten wir mehr von dieser Fläche hier nutzen. Also dann steht das ja nicht einfach so hoch. Und da hauen wir dann erstmal ganz viele Schmelzöfen drauf, damit wir genug Metall zusammenkriegen für eine Schmelze. Und eigentlich wäre ja auch richtig gut, eine Flinte zu haben. Ja, das braucht aber auch viel Metallbarren, einfache Munition und so. Das braucht ein bisschen was. Da brauchen wir auch Schießpulver für. Das müssen wir alles im Mörser machen, ne? Das weiß ich noch, so einigermaßen. Weil ich würde, glaube ich, gerne das Mammut mit einer Flinte zähmen. Ich glaube, dass es einfacher ist. Aber kann ich mich auch täuschen. Wir haben ja auch eine gute Armbrust eigentlich, ne? Oder nicht? Ja, wir haben. Ja, können wir auch damit machen, eigentlich. Ist Quatsch. Wo habe ich denn meinen Mörser? Da. War ich da gerade dran? Nein. Aber wir haben noch Narkosemittel. Siehst du, guck mal, den kann ich auf jeden Fall schon mal. Vielleicht machen wir das zuerst. Vielleicht machen wir das mal zuerst. Wir gehen jetzt auf das Level 20er Mammut. Und ballern da einfach drauf mit Betäubungsfallen. Ich habe natürlich noch keine gecraftet, obwohl ich Betäubungsmittel habe. Jesus Christus, ist das nervig. Also der Rechtsklick geht immer noch nicht, obwohl Updates rauskamen. Ich weiß nicht, was es ist. Das heißt, ich kann auch wieder Sachen nicht tracken, ne? Was ich für was brauche. Das ist ein bisschen nervig. Weil das ein Quality of Life Feature war, was schon sehr gut ist. Ist dann schade, wenn es nicht funktioniert. Aber auch darüber werde ich mich jetzt nicht aufregen. Das haben wir letztes Mal zu Genüge gemacht. Level 5, Level 20. Ja, das ist so ein bisschen das Problem, dass viele hier sind, ne? Level 5. Ich glaube, Level 20 reicht für unsere Zwecke. Ich glaube aber nicht, dass wir das in eine Falle reinkriegen. Oh, wer bist du denn? Welches Level haben Sie denn zum Beispiel? Auch Level 20. Jo, das klingt auch ganz gut. Oh, jetzt sind noch mehr. Level 20. Level 45. Level 45 klingt natürlich noch ein bisschen besser. Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Ne, es ist ein Trike. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel Narko wir so bräuchten. Das war Level 10. Okay. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Also, müssen wir hier separieren so ein bisschen, ne? Und dann könnte das was werden.
Dann machen wir das doch einfach mal. Stell mich einfach mal hier hin. Hau ein paar Schüsse drauf. Hoffe, dass hier die 28er Tor nicht kommen. Das ist der, ne? Die sind aber auch behäbig. Keine Ahnung, wie viel so ein Mammut tankt. Ich flieg nochmal ein Stück weg. Da kam nämlich schon die böse Musik. Okay, das ist einfach nur ein Dings, ne? Ein Buff. Wo ich schon gerade sagen, er kippt schon um oder so. Mit einer ganz komischen Animation. Dann gehe ich einmal hier unten hin. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wen ich jetzt hier attacken muss von der Side of Life. 45er. Da gehen beide ab. Warum? Entschuldigen Sie. Oh, jetzt ist der Baum da im Weg. Kriegst die Tür nicht zu. Es wäre schön, wenn ihr nicht ins Schneebiom geht, damit ich nicht weggesnackt werde von irgendwas. Möchte er mich attacken? Level 20 hat sich beruhigt. Das Mammut haut ab irgendwie, ne? Als wäre es schon so am Fliehen. Vielleicht ein bisschen risky auch gerade. Keine Ahnung. Ich kann es nicht ganz einschätzen, was es macht. Es wirkt irgendwie so, als würde es schon paniken und weghauen und fliehen wollen. Aber so richtig auf mich. Ja, schön. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, nicht so gut, ne? Dass jetzt da ein Jutti rumkreist. Das gucken wir uns mal an. Megatherium. Wo ist er denn? Da vorne, ne? Wo haben wir ihn denn? Level 85 gegen so ein Schwein. Das ist eigentlich auch ganz in Ordnung. Also, dass die sich da anbiefen. Und dann werde ich mal kurz ein paar Beeren farmen. Hallo, alles gut. Dass wir das da einmal reinschmeißen können, weil das müsste eigentlich ganz gut klappen. Mammutsattel. Das brauchen wir mit teilbaren Lederfasern. Das kriegen wir hier hin, da haben wir genug für. Das heißt, wir können auch gleich da wegreiten. Das kriegen wir also hin. Müssen nur kurz ein bisschen merken, wo er steht. Wo wir jetzt noch keine Beeren reinschmeißen. Und ansonsten. Ja, ich bin gleich mal gespannt. Wir haben jetzt 5:32 Uhr. Was die Frames gleich sagen. Ich check's auch nicht. Ich hätte gerne einfach. Also, ich stelle nichts um, ne? Letztes Mal, wie es dann war mit den 40 Frames hier in der Base, das hat mir gut gefallen. Jetzt haben wir uns hier hinten niedergelassen. Und jetzt kackt das hier wieder alles ab. Das finde ich nicht in Ordnung. Es wäre einfach schön, wenn das. Jetzt habe ich wieder hier auf einmal alles, weißt du? Ich check's nicht. Hier nicht. Hier ja. Böse Seite, gute Seite. Böse Seite, gute Seite. Ja, zu dir wollte ich. Lassen Sie mich durch, Entschuldigung. Und zwar, du hast auch schon was dabei. Hast du Stimbeeren? Falls wir die brauchen sollten, danke. Und weil ich ein Genius bin, nehmen wir uns natürlich den Sattel direkt mit. Nicht wahr? Mammut. 100, wir brauchen noch ein bisschen, weil wir brauchen noch ganz viel Leder. Als ob wir kein Leder haben. Das hatte ich doch auch für ein Gerücht. Also wir müssten theoretisch nicht mal das Mammut da wegreiten. Ja, wir können es uns auch folgen lassen. Das ging natürlich auch. Fasern habe ich selbst dabei. Ist mir das heiß? Ja. Ja.
Also ich habe auch schon gehört, dass wir nochmal gucken können wegen einem Otter, das habe ich ja selbst erwähnt. Und wir könnten auch gucken wegen besserer Rüstung aus Loot Drops. Dass wir dann einfach so eine Faser, also eine Stoffrüstung haben, ne? Die dann besser die Hitze abschirmt. Gut, wir brauchen Leder, dann machen wir das nochmal hier. Was soll's? Ich wollte schon sagen, dass die Mammut kommt, wie wir das wäre wild. Dann machst du irgendwie einen Buff drauf oder so? Was ist das Herz da mit dem kleinen Dino in dir? Über dir? Nicht ganz schön. Achso, das ist Level 145. Ich habe 45 gelesen. Ja, Entschuldigung. Das ist natürlich mein Fehler gewesen. Den ersten Hit, das war auch mein Fehler, dass ich den gemacht habe mit dem. Geht das jetzt noch? Ja. Wir haben jetzt ein Level 145er. 40er, meine. Was ist denn heute los, ey? Gestern schon so Sprachstörungen gehabt. Beim Zocken mit einem Freund. Wir haben jetzt einen 145er Triceratops. Ich raff es wirklich maximal nicht, was hier los ist, ne? Es nervt mich auch. Ich habe gesagt, ich rede nicht drüber, es nervt mich einfach. So. Ich wollte den eigentlich da reinschmeißen. Weil irgendwie ist doch alles wieder so dicht. Habe ich jetzt mehr hier wieder mehr. Ist da drin? Nein, natürlich davor gefallen. Habe ich jetzt hier mehr Gestrüpp auf einmal oder sowas? Irgendwas ist anders hier. Aber ich kann mich auch täuschen. Ich habe da gleich noch eine Story zu. Ist er jetzt 400? Ist er 3? So. Mein lieber Freund. Aber er lässt ihn, er berührt es doch noch gar nicht. Er ist doch noch ein Stück drüber, oder bin ich dumm? Hitbox wieder größer als alles andere hier. So. So. Bitteschön, Babybett. Da kannst du erstmal bleiben, ohne dass du irgendwie Gefahr läufst zu sterben. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt ein anderes Tier hier noch ankriegen. Hier war noch ein Fiomir irgendwo. Wo war es denn? Ja, sicherlich. Ah, das ist ein Dodo. Hört sich an wie ein kleines Äffchen. Level 80, aber immerhin. Und ganz schön zäh dafür. Immerhin 24 Leder. Ich habe auch keinen Überblick, wie viel wir brauchen. Ich glaube, also 150 war, glaube ich, insgesamt. Dann versuchen wir mal so 150er Carbo. Immerhin funktionieren die Level auf der Island, das muss man sagen. Das war ja früher immer das Problem. Und die andere Story, die ich hier noch mit Ark zu tun habe, erzählt ihr auch gleich nochmal. Jetzt kommen noch Kombis mit dazu. Also, weil das ist ja ungewöhnlich gewesen, dass man so 150er Dinos findet. Jetzt haben wir 145er, 150er. Das war ja immer so ein klassisches The Island-Problem. Ich dachte gerade, ich habe die Schildkröte fertig gemacht. Aber dann war es einfach ein Kompi. Dann dürfen wir nämlich auch, also bei 150 dürfen wir wohl genug Leder hier rausbekommen. Es wundert mich nur, dass die schon abhaut. Tatsächlich. Also so früh, weil wie viel Damage wir jetzt noch machen. Bin ich das, der hungert? Ja, ne? Ja, wir regeln das mal kurz hier. Das dürfte gleich Feierabend sein. 1, 2 noch. 3, 4 vielleicht noch.
haben wir nämlich auch nicht so viel von, wenn ich hier gleich umkippe. Ja, ich finde gleich etwas. Also jetzt kommt die nächste. Oh nee, ich will doch fliegen. Ich kann nicht fliegen. Ich kann nicht fliegen. Weil er keine Ausdauer hat, ne? Okay, 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 okay. Das kriegen wir hin. Schon wieder reingehauen da. Kurz Ausdauer tanken. Ja. Gut. Völlig verwirrt gewesen, dass ich nicht fliegen kann. Der Raptor wird doch gleich da was aufpicken von uns, ne? Den nehmen wir denn mal lieber kurz mit, dass der uns nicht den... Genau das nämlich. Dass der uns nicht die Carbo klaut, wo wir eben jetzt die Leder fahren wollen. 42, Hammer. 43 aus einem Raptor. Ah, nee. Jetzt, warum kommst du denn wieder? Na, die ist aber nur Level 10 und haut auch schon wieder ab. Ist gut, dass der Agi auf einmal aufhört. Und mich jetzt hier alleine fighten lässt. Sehr schön. So, nämlich. Das dürfte genug sein. Dann muss ich jetzt mal... Ich habe auch ein Wasserproblem. Das haben wir gelöst. Und jetzt werden wir mal irgendwie was zu essen hier braten müssen, schnell. Fleisch haben... Ah, hier ist ja noch was drin. Sehr gut. Dann haben wir das Problem nämlich auch schon mal gelöst. Ich hoffe, dass das Mammut noch liegt, ne? Aber ich habe Vertrauen, dass das lang genug liegt. Ich liebe einfach mal. So, Mammutsattel, was fehlt da? Es fehlt noch mehr Leder. So viel war das. Wenn man 250 Fasern, ne? Aber wenn jetzt noch mehr fehlt, ich drehe durch. Nee, da will ich das Leder ja gar nicht haben. So. Das müsste aber passen. Und deswegen ist es so ätzend. Wobei, ich weiß, hätte ich das... Doch, das hätte ich bestimmt auch tracken können. 100 Pro, wenn ich es im Inventar getrackt kriege. Deswegen ist es blöd, dass man es nicht tracken kann aktuell. Das ist mir auch jetzt erst wieder eingefallen. Nein, ich brauche den Inventar, was das Ding nicht aufziehen. Ist mir jetzt auch erst wieder eingefallen. So, im Himmel haben wir die 60. Ich nehme alles mit, aber unter 30 ist Pain. Pain, 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 Pain. Wir fliegen mal einmal zum Mammut und dann gibt's nochmal die andere Geschichte, die ich mit Ark habe. So, hier war das irgendwo. 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 Glaube ich zumindest. Klein lecker, schön. Oder war das hier? Da läuft doch ein Megatherium, ne? Und da läuft auch ein Yuti. Und das sieht schon mal so aus, als wären wir hier richtig. Ja, da liegt doch was. Da höre ich doch auch was. Ich finde es aber gut, dass der Yuti immer noch am Fighten ist. Mit... Da habe ich die Beeren dabei. Ja, habe ich. Also, dass das Schwein da auch immer noch mit zugange ist. So, die Beeren rein. Bisschen was hat er schon. Ja, wir sehen das ja, ne? Ich ziehe mich mal so ein bisschen zurück. Also, weiter weg vom Mammut, dass ich nicht unbedingt jetzt hier irgendeinen Fleischfresser anziehe, der dann da reinhauen will. Und dann müsste es jetzt auch gewesen sein, ne? Ja, sehr gut. Habe ich den Sattel mitgenommen? Absolut, wie ein Profi.
Dann reiten wir nämlich auf Mammutwitz hier. Aua. Doch nicht. Los geht's. Mit Trommel hinten drauf. Wie cool. Folgen Sie mir bitte. Wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Er farmt. Ah, warte mal. Das war die andere Attacke wahrscheinlich, ne? Wenn er jetzt nur Fasern farmt, rast sie aus. Ich sterbe schon wieder, ne? Es ist immer noch zu kalt, obwohl ich full Eisrüstung anhabe hier. Also Schneerüstung. Minus 13 Grad und das reicht aus, dass ich hier immer noch. Oh ja, jetzt sind wir genau da rein, wo ich nicht rein wollte. Oh mein Gott. Das ist das, was ich vorhin meinte. Die 28 Raptoren, die da unterwegs waren. 6 Stück waren es, oder 7 oder 8, was weiß ich. Was wir letztes Mal gezählt haben. Das ist jetzt bitter, ne? Wenn das jetzt wirklich so ist. Also, linke Maustaste. Ich gucke gleich nochmal nach. Wir haben einen Buff. Ich verliere auch Leben die ganze Zeit. Das ist so nervig. Jetzt mal ganz ehrlich, ich habe eine Eisrüstung an. Also mir fehlt das Einzige, was mir fehlt, ist hier, glaube ich, sind die Hände. So, und Resistenz haben wir auch schon ein paar Punkte drin. Und ja. Also wir verlieren jetzt nicht krass schnell Leben. Ich könnte jetzt auch mit Magi wegfliegen, aber wir kriegen notfalls halt auch unseren Stuff hier wieder. Ich finde es trotzdem mega weird. Ja, guck mal her. Danke. Er folgt mir sowieso, ne? Wo geht's denn hier? Ist das hier schon unsere Base? Fragezeichen. Ja. So, und theoretisch. Ja, jetzt kann ich mich auch healen. Die Frage, ob das Mammut. Das steht da einfach. Okay. Es folgt nicht mit rein. Triceratops ist halt schon erfolgt dem Mammut, ne? Och nein! Jetzt fliegt er zurück. Ich gucke gleich nochmal in die Einstellungen. Das wollte ich nicht. Ich wollte H drücken. Mein Leben geht nämlich langsam hoch. Da sollten wir auch irgendwann mal anfangen, Tränke zu brauen. Schwaches Heilmittel, okay, aber es gibt auch ein anderes. Es gibt doch einen richtigen Trank, oder nicht? Gab es zumindest vorher. Ich guck mal durch. Dieses rote kleine Fläschchen. Ja, finde ich auch weird, dass ich hier von Bobs Adventure-Kram die Sachen angezeigt bekomme, obwohl ich das DLC nicht habe. Aber. War auch, glaube ich, bei den anderen Sachen so, ne? Ist ja auch logisch, weil sie bei uns verkaufen. Aber, mal schauen. So, das kann doch nicht so weit unten sein. War das überhaupt etwas, was man lernen musste? Oder ist das so ein Kochtopfrezept, man schmeißt alle Sachen rein und dann kommt da schon was bei raus? Das ist, glaube ich, das Ding, ne? Das muss ich auch gleich nochmal nachgucken. Ich glaube, es ist so ein Kochtopfding. Du schmeißt die Sachen rein. Das hat man früher, hat man diese Rezepte doch, glaube ich, mit aufgelootet, wenn man Tiere gekillt hat. Dann lagen da manchmal Rezeptdinger bei. So, dann müssen wir mit dem Para gleich los. Das heißt, da haben wir wieder alle Tiere aus der Base raus. Ja, Triceratops. Macht einen guten Eindruck. Top. Ja, auf geht's. Auf geht's. Einmal hier. Zack, abspringen, kein Damage nehmen. Sehr gut. Und dann laufen wir einmal. Aber das Mammut hat doch vorher immer krass Holz gefarmt.
Ich weiß, es war irgendwie mit einer Sekundärattacke, aber die habe ich jetzt mit Rechtsklick gemacht. C war dann der Buff. Vielleicht gibt es noch eine Attacke. Mal schauen. Soweit sind die auch zum Glück nicht weg. Die können wir mal eben schnell wiederholen. Na los, auf geht's. Aber Parasite auch nicht so super schnell. Guck mal, ne? Jetzt habe ich die dicke Rüstung an. Es sind minus 3 Grad und es ist immer noch kalt. Ich verstehe es nicht ganz. Also ist okay, ne? Ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal schon angesprochen hatten. Es ist halt ein Survival-Game. Dann darf man da auch survivalen und so, aber. Ich gucke jetzt nochmal nach, was ich denn an. Da sind wir im falschen Inventar. Also ich habe jetzt schon 18 Resistenz. Ich habe bei Ark Survival Evolved habe ich 10 gehabt. Und da war es immer good to go. Jetzt ist dann also eventuell noch der Otter, der fehlt oder so, aber das ist ja eine ganz wilde Nummer. So, den hat er doch jetzt weggestormt. Wir können ja mal eben hier U machen, dass wir alle jetzt hier stehen bleiben. So. Linke Maustaste ist diese Geschichte. Damit farmt er ganz gut die Sachen weg. Wie hat er denn den Stomp gemacht? Weil das ist ja auch nochmal was an. Jetzt hat er das Ding umgerannt. Ich glaube es nicht. Weil der Stomp ist das, was dann nämlich. Ich guck mal rein. In die Einstellungen. Tastatur. Bababababab. Feuer. Verwenden. Stuhlgang. Ist schön, dass es eine Taste ist. Dann haben wir hier. Zeig mal Inventar. Stammesverwaltung, Chatbox, Karte, Konsole. Stammeschat. Karte-Chat. Ziegen. Dino Air Brems. Ändern Sie den Dino-Kamera-Modus. Ja. Das sind hier ganze Commands. Nahkampf/Waffenpeitsche. Link, ich weiß nicht, was linker Regler ist. Ducken, kriechen. Das google ich gleich. Also C ist irgendwie hier so ein Buff. Mit E steige ich hier ab. Das ergibt keinen Sinn. Q geht nicht. Mausrad habe ich hier mit gehe dahin. Linke Maustaste ist die Rüsselpeitsche. Und sonst Shift nicht, Control nicht. Ja, das werden wir uns gleich mal angucken. Wie ich da irgendwie die Attack hinbekomme. So, folgen bitte, wir gehen zurück in die Base. Check ich nicht. Leertaste. Jawohl. Es ist die Leertaste. Ja, ergibt ein bisschen Sinn. Der Fahrer wird da gehauen oder was macht er? Ja, okay. Was macht der Fahrer da die ganze Zeit? Kommt der jetzt oder? Oh, dann nehmen wir jetzt den Para. So, bitteschön. Einmal alle folgen. Die kriegen es dann sehr schön. Hat einfach der Para irgendwie einen an der Waffe gehabt. Gut, aber dann kriegen wir ja auf jeden Fall. Er ist heiser. Dann kriegen wir ja auf jeden Fall Holz jetzt raus. Bin auch mal gespannt, ob das jetzt sich so krass lohnt mit dem Mammut. Ich würde auch sagen, das Mammut kann hier vorne stehen bleiben. Weil hier ist ja eh die ganze Pflanzengeschichte. So, einmal alle U. Dann möchte ich dich gerne haben, dass du mir folgst. Danke.
Weil dann können wir den Para wieder mit in die Base nehmen. Den Kollegen ballern wir in die Base. Da kann er wieder seinen Alarm machen. Der kann sich von mir aus hier oben hinstellen. So. Ah ja. Weil ich nicht mehr auf dem Para saß, sondern auf, also sondern abgemountet war, ja, dismounted war, konnte ich U drücken, wie ich will. Hat sich nichts geändert. So. Nahkampfschaden soll angeblich und sowieso. Das machen, dass alles besser ist. Ich frage mich ja hier hinten, ne? Nee. Es ist einfach nur ein Skin. Alles klar. Ich hatte mich gefragt, ob vielleicht, aber nein. Ich da hinten raufgehen kann, dann kannst du trommeln und dann hast du irgendwie keine Ahnung was. So, 88 Holz, ne? Krieg ich da raus mit einem Stomp. Ja, schönen Dank auch. Weiß ich noch nicht, ob ich überzeugt bin davon. Wir fahren mal ein bisschen was ab. Sagen das Gewicht. Das Gewicht ist aber auch nicht so krass bei ihm, ne? Ist auch viel Quatsch mit drin gerade, aber lernen wir gleich mal aus. Wir fahren mal ein bisschen was auf, dann haben wir genug Holz. Und dann gehen wir Metall und Stein farmen. Und dann nimmt die Base natürlich auch richtig Form an. Hier komme ich nicht hoch, weil hier ist ein... Das ist schon der Baum? Ich sehe gar nichts und es verwirrt mich auch maximal heute hier alles. So. Hier sind noch ein paar Bäume. 143 immerhin mal. 102. Jetzt geht's aber jetzt. Oh, jetzt bin ich schon wieder am Schwitzen hier, ne? Leicht nervig. Leicht. Ich frage mich ja auch dann auf dem Controller, ne? Wie man die ganzen Commands unterbringt. Wenn das jetzt hier Leertaste, linke Maustaste, rechte Maustaste und C ist, was man schon bedienen muss, dann ist doch reichlich viel, würde ich sagen. So, die Beeren. Ja. Ja, die Narco-Berries, die nehmen wir mal mit. Die sind wohl wichtig. Der Rest kann aber raus erstmal. Ja, Stimbeeren kommen, nehmen wir auch mit. Die roten Beeren sind das, die brauchen wir auf jeden Fall für dieses Rezept. Ich google das gleich. Dass wir das mal machen können, damit ich hier nicht immer so kurz vor knapp am Tod hänge. Da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. Welches Level haben Sie und wollen Sie Stress haben? Das ist doch die Frage. Level 5. Ja, komm, dich mach mal. Dich stompen wir mal einfach so aus dem Leben. Ich bin hier am Farmen. Ich farme hier und du bist weg. Okay, da hat er gerade nochmal einen anderen Attack gehabt. Die Frage ist ja auch, habe ich einen Buff auf Holz mit dem Agi? Der sieht cool aus. Das gibt's nicht, ne? Wir fliegen bis zur Pflanzenfresserinsel und dann bist du... Du bist aber auch nur Level 15. Das ist okay, aber trotzdem, dann bist du auf einmal da. Das gibt's doch nicht. So, einen nehmen wir noch mit. Und dann war es das nämlich auch mit dem Kollegen hier. Der ist nämlich jetzt ziemlich full. Da ist so ein Terrorschwein am Start. Mit dem Megatherium und den ganzen Mammuts irgendwie am Fighten. Die machen das schon. Die haben das da alles im Griff. Yep. 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 Ich vertraue nicht so sehr auf die... auf das Leben meines Mammuts. Aber die haben wir alle weggemacht. Sehr gut. So, was passiert die Ausdauer? Das ist auch ein komischer Fight, der da hinten stattfindet. Ja, komm, bevor er sich hier so abmüht, gehen wir mal zum Agi und hoffen mal, dass wir irgendwie ein bisschen Buff haben, beziehungsweise die Sachen einfach schnell schleppen können. Ja, der Agi hat nämlich super noch Gewicht frei.
Ich habe auch schon wieder ein Hungerproblem. Natürlich. So, bei mir wiegt das ja einfach dann 50 im Stack. Was wiegt das hier? Was kommt da? Okay. Was wiegt's hier? Es wiegt da 50 im Stack. Dann ist eigentlich auch die Frage, ob wir einfach damit hochfliegen können. Ja, können wir. Weil dann brauche ich es gar nicht rüberladen. Und dann. Ich hätte noch mehr aufnehmen können, ne? Dann können wir es doch vielleicht rüberladen. Ich mische mal kurz ein. Oh nein, jetzt macht er seinen Buff. Das wollte ich verhindern. Das Level an der 145 auch wieder. Jawohl. Weil das brauchen wir jetzt hier nicht in der Nähe von der Base. Das ist ja mega nervig. Wir packen das mal eben rüber. Und nehmen noch mehr raus, weil der Agi kann halt super viel schleppen. Ich finde es gut, dass jetzt hier das andere Mammut auch daneben steht. Und einfach hier chillt. Ich hätte auch alles übernehmen können, ne? Ist aber egal. Ja, komm, Stroh brauchen wir wahrscheinlich auch. Ich kann nicht mehr. Mal gucken, wie es da aussieht. Ah ja, locker. Mit mir oben drauf, das passt immer noch. Dann bleibt unser Mammut hier oben stehen und dann werden wir einfach immer die Sachen nur hin und her. Schlawiner, nicht mal ein bisschen mehr Gewicht drauf, dass wir ein bisschen mehr farmen können. Ausdauer vielleicht auch nochmal gleich. Bitte entschuldigen Sie, ich muss hier raus, danke. Ich muss hier raus. Dann habe ich noch keine Ahnung, was wir damit machen. Ich bräuchte, glaube ich, eine Kiste, wo wir einfach mal erstmal Sachen zwischenlagern können. Wir haben eine Kiste, in der wir Sachen zwischenlagern können. Das ist ein Dödi. Es ist so ein Witz, ne? Es ist wirklich so ein Witz. Es sind wahrscheinlich die von oben, die ich letztes Mal gerettet habe. Ja, ich baller das mal rüber und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge.